Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrtes Publikum! Die Landesregierung möchte, dass wir heute ihrem Gesetzentwurf zur Aufhebung der gesetzlichen Entfristung des Landespressegesetz NRW zustimmen. Dem kann ich, und das habe ich schon im Ausschuss für Kultur und Medien gesagt, nicht folgen. Natürlich sind auch wir Piraten der Meinung, dass das Landespressegesetz über den 31.12. weiter gelten muss. Entsprechende Regelungen sind unverzichtbar und werden es auch in Zukunft bleiben. Darüber besteht ja allenthalben Einigkeit. Aber nicht notwendigerweise genau das bestehende Gesetz in genau dieser Form und für alle Ewigkeit. Wir sollten uns hier doch einmal kurz über die Formalia unterhalten. Wir Piraten finden Entfristungen von Gesetzen generell nicht gut. Befristungen werden aus gutem Grund gemacht, Gesetze regelmäßig auf ihre Aktualität zu beprüfen und bei Bedarf anzupassen. Gerade der Medienbereich ist doch schnellen Änderungen unterworfen. Gesetze in diesem Bereich, wie natürlich auch in vielen anderen Bereichen, müssen diesen Veränderungen laufend angepasst werden. Eine Entfristung birgt das Risiko, dass Gesetze veralten, weil sie aus dem Fokus geraten und weil es bequem ist. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Priggen? Herr Priggen, ja, gerne. Das ist nett von Ihnen, bitte schnell. Nein, schönen Dank, Herr Kollege. Ich habe Ihnen jetzt sehr aufmerksam zugehört. Ich habe verstanden, Sie sind gegen die Entfristung. Dann frage ich mich nur die ganze Zeit, wo ist Ihr alternativer Gesetzentwurf oder Ihre Änderung zum Gesetz? Ich verstehe es einfach nicht. Wo ist dann Ihre Alternative dazu, wenn Sie auf der einen Seite sagen, es soll ein Pressegesetz geben, aber die Entfristung, die ja das verlängern würde, die lehnen Sie auch ab. Was wollen Sie denn dann? Es geht ja in dem Falle darum, dass wir wollen, dass das Gesetz regelmäßig überprüft wird. Das ist das, was wir damit erreichen wollen. Wenn Sie das Gesetz jetzt entfristen, dann wird genau dieses ja nicht geschehen. Das Gesetz wird nur dann überprüft, wenn es gerade mal zufälligerweise in den Fokus gerät. Aber lassen Sie mich die Rede ruhig weiter ausführen, dann kommen noch ein paar Punkte zu. So. Früher galt der Grundsatz, alle Gesetze befristen. Warum soll da jetzt ausgerechnet hier in diesem Fall von abgewichen werden? Die von Rot-Grün getragene Landesregierung spielt ein Spielchen, dem sie in der Opposition selbst widersprochen hätte. Sie beschneidet wieder einmal Rechte des Parlaments. Jeden Tag ein kleines Stückchen weniger Mitsprache für uns Parlamentarier. Aber zurück zum vorliegenden Antrag. Das Landespressegesetz, das wir jetzt entfristen sollen, muss wegen bestimmter Entwicklungen beim Pressegrosso demnächst vermutlich sowieso wieder geändert werden. Entsprechende Vereinbarungen finden sich jetzt schon im Koalitionsvertrag. Ist also widersinnig, ein Gesetz zu entfristen, also quasi zu sagen, genauso kann das bleiben, wenn wir jetzt schon wissen, dass es in kurzer Zeit ohnehin wieder auf unserem Schreibtisch liegen muss. Wir Piraten machen deshalb einen Vorschlag. Lassen Sie uns das Gesetz zunächst bis Ende 2015 weiter befristen, um bis dahin die notwendigen Änderungen... Wir haben einen Antrag eingereicht, will ich Ihnen nur sagen. Also ich habe die Drucksachennummer jetzt gerade nicht zur Hand, aber die kann man sicherlich im Landtagssystem nachsehen. Also lassen Sie uns das Gesetz zunächst bis Ende 15 befristen. Das sollte reichen, um die Pressegrosso-Änderungen dort einzuarbeiten. Danach sollte das Gesetz aus unserer Sicht jeweils immer um 5 Jahre weiter verlängert werden. So stellen wir dann sicher, dass der Landtag regelmäßig dieses Gesetz zu Gesicht bekommt und wir Parlamentarier uns einbringen können. Wir freuen uns sehr, dass CDU und FDP sich diesem Vorschlag bereits angeschlossen haben. Wir glauben, dass wir nämlich auf diese Weise eine sachdienliche Lösung erzielen können, ohne dass wir uns im üblichen Parteienzank verlieren müssen. Ich hoffe das. Vor allem ist auf diese Weise sichergestellt, dass das Pressegesetz immer auf einem aktuellen Stand bleibt. Dieses Vorgehen wäre der Sache viel angemessener als der Plan der Landesregierung entfristen und dann irgendwann mal drauf gucken, wenn uns nichts anderes dazwischen kommt. Deshalb bitten wir heute, die Entfristung des Pressegesetzes abzulehnen und unserem Entschließungsantrag zuzustimmen. Auf diese Weise haben wir Gelegenheit, einen neuen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen und den von Ihnen angeforderten Änderungen, wenn die Änderungen von Pressegrosso auch vorliegen und damit das Gesetz dann auf der Höhe der Zeit ist. Herzlichen Dank.